Wie sieht es aus nach dem Wochenende? Was können wir berichten? Tatsächlich der Markt weiterhin keine Schwäche. Nein, im Gegenteil, zumindest mal andeutungsweise die Wall Street weiter stark. Wir sehen das hier nochmal beim Dow Jones Index. Der hat nämlich nach dem Wochenende hier mit einem Gap aufgemacht. Also wir sehen das hier ein kleiner Sprung nach oben. Das ist verhältnismäßig harmlos, wenn man sich das anguckt, was wir so in der Vergangenheit hatten. Aber trotz alledem zumindest mal ein Zeichen für nach oben. Und das Ganze würde sich ja sogar wunderschön in das Bild integrieren lassen, nämlich die Überlegung, dass die Schübe hier mit dem Sprüngen teilweise nach oben gehen und eben wackelig ABC nach unten. Also eigentlich alles in Fortsetzung. Trotz alledem, wir dürfen nicht vergessen, wir sind beim DAX, nein, Entschuldigung, das ist der Dow Jones Index hier, sind wir noch auf der Widerstandszone, die wir hier oben haben, ungefähr 78% Retracement. Da gibt es noch mehrere andere Symmetriemarken, die ebenfalls dafür werben, mal über Shorts nachzudenken. Aber ob das wirklich genutzt wird von den Marktteilnehmern, das ist wirklich abzuwarten, denn noch ist Schwäche überhaupt nicht zu erkennen. Trotz alledem, viele reden, mehr und mehr reden davon, ja, es müsste eigentlich runtergehen. Ich weiß, dass viele davon reden, ja, je mehr sich das herbeisehnen und wünschen, desto stärker geht der Kurs nach oben. Ich halte mich da mal vornehm raus und gucke, was der Markt aktuell macht. Und das ist eben vorrangig noch aufwärts gerichtet. Und es gibt, wie ich es eben angedeutet habe, noch keinerlei Anzeichen in keinem der Märkte hier, was die Abwärtsseite angeht. Auch der Nasdaq, der ja ein bisschen anders fährt und ja jüngst das Allzeithoch hier gerissen hat, ist immer noch mit keiner Schwäche gesegnet. Wir sehen zwar immer wieder mal Versuche, das hatten wir hier jüngst mehrmals schon, wir sehen das im Stundenchart gesehen, dass da mal Versuche auf der Abwärtsseite sind. Die sind interessanterweise relativ ähnlich groß alle. Also wer mag, der kann hier mal diese Größe im Auge behalten, solange das in diesem Ausmaß hier weitergeht. Ich habe es jetzt hier nicht genau gezeichnet, das ist nur, um auf diese Größenverhältnisse mal so aufmerksam zu machen. Also solange der Kurs in dieser Größenordnung bleibt, scheint dieses Muster ja noch ganz typisch zu sein. Erst wenn der Markt, sagen wir mal, dieses Muster verlässt, hätten wir einen Ansatz für einen Dreh. Aber vorsichtig, Ansätze für Drehs sind noch kein Hinweis, kein echtes Indiz. Naja, ein Indiz schon, aber kein Beweis. Immer noch mal dran denken, es muss dann wirklich scharf in die eine Richtung gehen. Das passiert schon mal hin und wieder, das haben wir hier. Aber entsprechend auch anschließend wackelig auf der anderen Seite. Dann wird ein Schuh draus. Ansonsten wird es ganz schnell dann wieder zack auf der anderen Seite wieder konterkariert durch die Gegenbewegung. Deshalb ganz wichtig, da immer genau drauf aufpassen, ob wir hier diese Schwäche dann in die Aufwärtsseite sehen, die einer Stärke der Abwärtsseite hier eben folgt. Das kann man im Kleinen beobachten, vielleicht sogar mal Intraday für den einen oder anderen Trade nutzen, wenn es sich eben anbietet. Im Moment hier sehe ich es noch nicht. Hier sehen wir es immer noch auf der Aufwärtsseite. Also es ist auch auf der kleinen Ebene immer wieder mal zu sehen. Mal sehen, ob wir das jetzt hier gleich in diesem Fall beim amerikanischen Markt in dieser Form sehen, um dann doch nochmal nach oben zu gehen. Viel mehr kann man eigentlich gar nicht machen im Moment. Also jetzt für Shorts zu werben, macht überhaupt gar keinen Sinn. Das Einzige, wofür ich wirklich aktiv Werbung mache, ist, bitte, bitte nicht vergessen, der Markt kann ohne weiteres mal um viele, viele hundert oder tausend Punkte, je nachdem welcher Markt das ist, nach unten gehen. Auch der DAX hat Platz erstmal für eine Korrektur. Das wäre alles andere als atypisch. Wer das nicht aussitzen mag, weil er eben Sorge hat, dass es dann doch noch mal tiefer geht, der sollte aber auf jeden Fall über engere Stops nachdenken, um dann zu sagen, okay, ich habe meinen Spaß gehabt, ich gehe dann raus. So, also in diesem Sinne, viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Wer Lust auf mehr hat, ich hatte am Wochenende ein Video noch mal gebracht, um die Gesamtsituation noch mal im Groben und im großen Bild noch mal anzugucken. Wer mag, kann sich das hier auf finanzmarktwelt.de ja ebenfalls noch mal angucken. In diesem Sinne wünsche ich an dieser Stelle jetzt erstmal alles Gute. Wir hören uns morgen wieder mit hoffentlich neuen, sinnvollen Ideen für den Markt. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße.